Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Backpack Battles. Ja, der Shop sieht schon sehr eindeutig aus. In der ersten Runde direkt die Karten. Das heißt für mich, ich nehme die Karten. Gar keine Diskussion. Die Karten werden genommen. So, Schwert nehme ich mit rein. Alles im Angebot. Ich nehme die Fackel mit. Und den Stein. Ganzer Shop leer. Geld leer. Ab geht's. Er zwei Schilde und zweimal Stacheln. Ja, okay. Ich hab gewonnen. Das, was er mir abzieht, wird wieder regeneriert. Macht gar keinen Sinn, also. So. Nehmen wir mit. Das erstmal mit rein. Schild wäre noch nice, nehme ich auch mit statt dem Blind. Machen wir so und nächste Runde. Werde ich hier ganz viele Karten spielen, was ich so kriegen kann. Ja, die Fackel aktuell kriege ich halt nur Regeneration. Aber später sind die ja übelst busted einfach. Du kannst mega viel machen mit den Karten. Stachelschild. Nehmen wir mit. Gubot wäre nicht schlecht, aber brauche ich nicht. Ausdauer auch nicht. Bin gut dabei. Ich brauche auf jeden Fall wesentlich mehr Platz, damit ich die Karten positionieren kann. Weil die sehr viel Platz einnehmen. Okay, das soll ich haben. Ja, hat keine Ausdauer gehabt. Tim. 50% Chance, einen Buff zu stehlen. Mit der Waffe. Chance, einen Debuff oder kritischen Treffer zu vermeiden. Oder wenn das Leben vom Gegner unter 30% fällt, kriege ich 50 Leben und 5 Heat. Brutal. Muss man mitnehmen. Gar keine Diskussion. Ich könnte jetzt noch das zweite Schwert mitnehmen. Das wäre auf jeden Fall möglich. Hat sich nicht verbunden. Na gut. Dann wird es das diese Runde tun. Aber Tim ist schon stark, ne? Der ist weg. So, Taschen sind nice, die brauche ich. Gerade die ist sehr gut. Und dann werde ich die hier auch noch mitnehmen. Klar, ist jetzt nicht ganz so platzeffizient, aber ich nehme das Schild noch mit. Aber für die Karten braucht man wirklich sehr viel Platz. Also, gerade weil die. Ja, ich sag mal, du musst halt zwei Plätze immer frei haben, weil die schon zwei Plätze groß sind und dann verbinden die sich ja so seltsam, dass man da irgendwie einen Kreis draus machen muss. Ja, du bist tot. Ich hoffe, dich zu wehren. Nehmen wir mit. Stein brauche ich jetzt nicht. Flask brauche ich auch nicht. Das brauche ich. So. Sage ich ja. Brauche relativ viel Platz. Ich nehme den Schild hier mit rein. Trank wäre nicht schlecht. Das wäre, glaube ich, aber auch nicht schlecht. Ich nehme lieber das. Pack das hier noch mit rein. Ja. Haut schon so hin. Die Pulle brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, du hast weggemacht. Fertig. Da ist schon mal der weiße Drache. Das ist sehr gut. Mehr kann ich mir auch nicht leisten.
Also nicht so wirklich. Ich könnte mir noch mal ein Schild holen. Mache ich auch. Drei Schilde, zwei Fackeln. Klingt erstmal nicht schlecht. Plus meine Karten. Mip, mip, mip. Ja, wenn er ein Schild hat, habe ich auch so Probleme. Das ist nicht so toll. Machen wir Debuffs auf den Gegner? Erstmal nicht. Ich könnte einfach Mr. Struggles mitnehmen. Oder doch die Klinge. Meinen Sie 4 bis 7 Schaden, die extra dazukommen, alle 2,5 Sekunden. Und 2 Debuffs. Und gibt Crit-Chance und Genauigkeit. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich nehme das mit. Ich glaube, ich nehme das mit. Habe ich meinen Sack. Mach das Schild hier unten rein. Customer Card. Die nehme ich tatsächlich mit, damit wir das gute Zeug bekommen. Das ist auch nicht schlecht, ne? Krone. Was bleibt erstmal dabei? Kura gesaved. Für nächste Runde. Und dann baue ich das ganze Gerät hier mal um. Ja, wir haben halt nicht viel Schaden irgendwie dazu bekommen. So, ich knall hier alles nochmal rein. Dann bauen wir die ganze Geschichte einfach nochmal um. So, erstmal die beiden hier rein. Ihn dahinter. Karten. Erst du, dann du, dann du. Dann er hier. Ja, mit Karten ist schwierig, ne? Das ist natürlich auch geil, ne? Erhalte 3 Mana und entferne 3 zufällige Buffs. Der Lotus. Aber ich glaube, wir nehmen Glurak mit. Wir nehmen erstmal Glurak mit. Hol ich mir nächste Runde. So, das ist alles mal so ein bisschen verstaut. Ich nehme mal den Knoblauch noch mit. Und dann gehen wir erstmal die nächste Runde rein. Bevor es hier weitergeht mit den Karten. Der hat schon ordentlich Rüstung und er hat viel Glück und viel Crit. Ja, wird schwierig. Ja. Da kommen die dicken Crits. Das schaffe ich nicht. So. Der mit rein. Macht das einen Unterschied? Nö. Der kann überall sein. Okay. Ausdauertrank. Kann ich gut gebrauchen. Fertig. Er hat auch schon wieder so viel Crit. Ja, es wird schwierig. Es wird schwierig für mich. Aber geschafft. Sehr gut. Der Wolpertinger. Wollen wir den nehmen? Machst du ein Schild raus? Wollen wir den mitnehmen? Hat mehr Ausdauerregeneration? Oder? Klingt doch gut. So, wenn ich den Schild verkaufe,
Knoblauch weg. Dann kann ich mir das hier noch holen. Alle 5 Sekunden. Das ist, wenn ein Treffer passiert. Gut, wir lassen es erstmal so. Dann sollten wir ja gar keine Ausdauerprobleme mehr haben und können einfach drauf knüppeln. Aktuell haben wir nur die Fackeln, die nicht brennen, aber wenn die Schilder haben, das ist schon schwierig. Da haben wir ordentlich Buffs auch draus gehabt. Wirklich krass. Also die Blaubeeren nehme ich auf jeden Fall mal mit. Stark Dämonik Flask könnten wir machen. Muss aber nicht sein. Könnten auch die noch mitnehmen. Das Ding kann ich noch mitnehmen. Und ich brauche an sich nur noch einen normalen Lebenstrank, um den zum Mana-Trank zu machen, um die Fackeln zu entzünden. Oder einen Drachen oder sowas. Dann knallt das schon ganz schön rein. Übel für Rüstung, der heilt sich auch hoch ohne Grenzen. Holy shit. Guck dir die Buffs an. Das ist mal normal. Und jetzt meine Ausdauer natürlich im Arsch. Aber Sieg für mich. Da ist er. Den brauche ich. Den mache ich zum Mana-Trank, dann kann ich die hier verbessern. Und schon mal entzünden. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Von den ersten, die ersten 3 Sekunden Schaden reduzieren. Weil unsere Karten müssen sich auch erstmal aufdecken. Ich nehme das mal mit. Das nehme ich mit. Das kann ich auch gut gebrauchen. Vogel brauche ich nicht. Den Vogel brauche ich nicht. Auch den Wolfertinger. Ordentlich Mana. Und den Zauberstab und 2 Bögen. Ja, knappe Geschichte. Aber am Ende habe ich einfach unendlich viele Buffs. Unendlich viele. Und das hauen wir mit rein. Ja, können wir den Pilz verkaufen. Das ist eine Schild. Und die Krone. Die haue ich hier mit drauf. Beziehungsweise haue ich die hier mit rein. Die haue ich hier mit rein. Und dann geht's los. Nächste Runde. Okay, hat auch. Ja, er hätte den Wolpertinger natürlich noch woanders hinpacken können. Ah, ich bin schon fast tot. Holy shit. Unsterblichkeit. Ja! Fast abgekackt hier. So, nehme ich das noch mit. Natürlich könnte ich den Schild jetzt auch wieder reinnehmen. Aber wir können auch Mana mitnehmen. Ich habe jetzt natürlich nicht so viele Gegenstände, die da triggern. Habe ich nicht. Aber das nehme ich auf jeden Fall mit. Gerade für die Krone nicht schlecht. Ich kriege zwar hier genug Mana durch die ganzen Buffs. Dann kommt den Sand nehmen wir auch mit. Aber ein bisschen mehr ist nicht verkehrt. Er hat ja echt wenig. Aber fast gar nichts. Aber der haut ordentlich rein. Ich bin tot.
Shit. Alter, der hat ja übelst gekrittelt die ganze Zeit. Jeder Treffer. Holy shit. So, Tim wieder mit drauf. Das noch mitnehmen. Wir spielen heute einfach Yu-Gi-Oh! So ist es. Ihr habt so gewollt. Das kann ich hier reinpacken, dann nehme ich das noch ein bisschen hoch. Mache ich das so. Ja. Mir fehlt es so ein bisschen an Verteidigung, würde ich behaupten. Deswegen könnten wir den da drauf packen. Oder wir nehmen das Ding mit. Könnten auch das Ding hier mitnehmen. Da haben wir noch ein bisschen Rüstung. Ich muss mal kurz schauen. Was kannst du denn? 5 Sekunden weniger Schaden. Chance, Crit zu neutralisieren und Heileffekte von Gegnern sind reduziert. Komm. Das klingt sehr gut. Ein dicker Hammer. Dicker Hammer brauche ich auch nicht unbedingt. Was gibt's noch? So eine Tasche kann ich noch mitnehmen. Hauen wir den Wolpertinger da noch mit rein. Und fertig. Sieht alles ein bisschen komisch aus, aber bei Karten ist das so. Du musst halt echt auch so lange wie möglich überleben. Ja, weil die Karten auch Zeit brauchen, um zu triggern. Dann knallen die aber richtig rein. Also noch mehr Karten würde ich jetzt auch nicht holen. Macht keinen Sinn. Das knacke ich noch mehr drauf. Buff-Steals. Buffs habe ich eigentlich genug. Vielleicht macht es Sinn, dass ich mich heile. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich mich heile. Lebensraum brauche ich jetzt nicht. Fackeln sind an sich cool. Ein Drache. Und noch 2 Runden überleben. Macht es noch Sinn, den Drachen zu holen? Meine, den würde ich hier schon noch mit reinkriegen irgendwie. Ist sicherlich kein Problem. Das wäre noch mal eine extra Waffe. Ich glaube, den Drachen würde ich tatsächlich mitnehmen. Dann haue ich das weg. Fürs Erste und dann geht's los. Weil ich muss 2 Runden überleben, aber wenn ich jetzt verkacken sollte, dann wird ja noch eine Runde mehr draus, glaube ich. Aber selbst wenn, macht er 5 Debuffs weg. Ich habe schon übelst viel Gift drauf. Sterblichkeit. Ah, es wird nichts. Der hat mich zu sehr vergiftet. Ja, okay, eine Runde überleben ins Schluss. Ich könnte die Schuhe mitnehmen, ich könnte den Decker mitnehmen. Ich könnte beides mitnehmen. Gibt es noch was Feines? Nö. Steine brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Los geht's, letzte Runde. Es ist soweit. Hat schon wieder übelst viel Crit. Darksaber hat er. Mana hat er übelst viel.
Regeneration übelst viel. Was könnte ich gewinnen? Unsterblichkeit, jawohl. Und 100er Crit. Holy shit. Perfekt. Dann war's das für heute mit Backpack Battles. Eine Runde gespielt. Perfekt. Schaut euch gern auch die anderen Videos mit an. Bis dahin. Ich wünsche euch einen entspannten Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.